Wir fahren im Regen. Nein. Ah ja, stimmt. So ein Trocken, weil die abgehängten Stimmen zählen nicht. Er ist gerade vor mir rausgefahren. Ich bin der Erste. Ah, geil. Ah, schön aufs faule Ohr legen. Meine Strategie ausnutzen. Ja, ich fahr trotzdem, aber ich fahr die Runden nicht zu Ende. Ich fahr immer in die Box raus, Box raus, Box raus. Wie das so langsam? Vor allen Dingen formuliere ich schon mal, wie das Auto sich bei vollem Benzin verhält. Du bist, lässt du mich vorbei oder nicht? Nee, nimm mal Abstand, Bulls. Okay, nur dass ich weiß. Sorry, aber... Nee, ich hab nur gefragt. Da wo hinter mir ist eigentlich auch. Fahren jetzt 13 Leute mit? Ja. No. Das wird nie leckig. Ich bin auf der Position, in der, auf der ich bleiben will. Nein, also im Moment nicht. Moment. Und da wurde schon wieder der Pelle abgefahren. Wenn wette, dass etwa die Hälfte ins Ziel kommt. Nee, wette, dass fünf Fahrer wirklich im Ziel sind vom Game her. Wegen der 2 Minuten da. Ja, dann höre ich mal eben noch ein bisschen Musik aus dem Handy. Du hast den Frontflügel verloren. Bin gleich den 12er Zeit gefahren. Sollst du noch einer, Dragon? Nee. Okay, ich bin ja gleich den 12er Zeit gefahren, deswegen. Junge. Ja! Du kannst dich jetzt auch aufs volle Ohr legen und. Ah, du musst beim Start wegkommen, sonst hast du gelitten. Ja, ich weiß. Aber ich bin froh, dass ich hier gleich mal eine 12er-Zeit hingelegt habe. Also, das hat mir richtig Adrenalin gekostet. Also, ich bin unter Druck ziemlich gut. Wer ist da gerade hinter mir? Ein Fahrtunnelzugtunnel oder so? Nee. Der Pio, schnelle Runde. Ja. Und so, eben muss ich dann machen. Hoppla. Keine Kopfhörer drin. So. Bin in. Ja, gute Nacht. Bitte? Ja, schlaf gut. So. Sektor 1. Okay. Sektor 2 verliere ich über eine Sekunde. Ja, ich hol die dann noch mehr. Ich hab da halt meine Geheimnisse in Sektor 2 und 1. Ja, deine Geheimnisse. Kein Abkürzen. Was gibt es denn sonst dafür Geheimnisse? Schnell zu fahren und keine Fehler zu machen. Und abzukürzen. Nein. Dann also lenkst du mich für das zurück und du leckst bei mir bis jetzt noch nicht. Also du bist gerade die Mercedes vorbeigefahren, ja. Das leckt denn nicht. Nee. Gut. So bei mir. Natürlich könnte das bei dem Rennen natürlich wieder leckt. Ja, nicht. Das ist alles ist möglich, solange die Welt sich dreht. Ja.
Alter, ich war hier der Zwölfer und die anderen waren eine Sekunde langsamer wie ich. Ich auch. Ja, da kann ich auch etwa mithalten. Also, wenn ich eine gute Runde hinlege, bin ich dann eine Zehntel langsamer. Ja, komm, wenn ich aber auch. Hier ist ungefähr 7 Zehntel und Sektor 3 verliere ich da nochmal ungefähr eine Sekunde. Aber das ist dadurch, dass der Abschluss 100%ig. Ja, ich geht das auch nicht. Ich kürze aber nicht ab. Der Haufen-Schikane kann man so, das so nicht abkürzen, dann, der will doch. Ich, dann will ich nach dem Rennen beim Setup haben. Aber ich kürze nicht ab. Tut mir leid, aber das kann ich nicht glauben. Ja, auch nicht. Ja, und super. Ihr seid nur alle neidisch auf mich. Nein, aber... Doch, seid ihr. Ja, doch, schon irgendwie, aber... Okay, Pole-Zeit sieht wohl recht safe aus. Ja. Und Pole-Setter. Aber es warten ziemlich viel in der Box, also fahren nur 6 Leute richtig schnelle Runden. 6? Mal zu eher 5. Dann die Zeit bin ich da doch auf Platz 7. Scheiße. Ah, da ging ja ganz schön viel auf meine Strategie. Nee, oder? Doch. Oder nee, wir fahren ja noch. Weiter von vorn. Ich kann euch mal gern beweisen, und zwar, wir können morgen oder so mal online fahren in Monaco und dann kann ich es aufnehmen. Dann kann ich es euch beweisen. Da fahr ich dann nehme ich mal auf und fahr eine 12er Zeit. 12er Zeit kann ich nicht versprechen, weil das ist nämlich manchmal auch Zufall. Aber 13er Zeit kann ich schon mal gefunden, also das ist ja circa das gleiche. Also 13er 1 oder so oder 13er 0 kann ich dann locker hinlegen. Ja, okay, dann mach das mal. Ja, können wir mal machen. Halt und Zwölfer. Wobei ich bei Summifest schon fast der Meinung bin, dass er auch in der Box bleibt. Wo ist eigentlich Fett First? Oh, 20-6 im ersten Sektor, ich bin gerade. Ah, ich bleib in der Box, falls ich nochmal rausfahre. Falls jemand meine Zeit macht. Tut eh keiner. Wer weiß. Naja, wenn ich Pole hab, nehme ich wahrscheinlich den Start nicht auf. Will ich trotzdem machen. Wenn ich Pole bleibe, dann muss ich noch nach hinten. Bleibt doch gut, aber den gefallen nicht.